Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren actiongeladenen Episode von Darkest Dungeon. Ja, wir haben beim letzten Mal, wenn ich mich recht entsinne, den Fanatiker besiegt. Sind dabei nicht allzu viel weitergekommen. Der Fanatiker wurde übrigens besiegt, glaube ich, von unserer von unserem Miniclub, wenn ich mich recht entsinne, oder? Von irgendeiner. Doch, Ulfgar war dabei. Ja, ich bin mir relativ sicher, dass hier unsere Mini-Helden das gewesen sind, außer Ogimo, den wir beim letzten Mal durch eine bessere Version seiner selbst sozusagen ersetzt haben. Wir machen heute weiter und zwar möchte ich einmal gucken, ob wir was upgraden können noch. Ich glaube, in der Taverne sind noch Potenziale offen, ja, aber da brauchen wir Porträts für. Da machen wir mal hier das Glücksspiel schon mal voll. Dann brauchen wir nur noch die 5 weiteren Porträts, dann sind wir hier auch durch. Und dann können wir gucken, was brauchen wir überhaupt noch. Die Waldläuferin können wir mal schauen. Guck mal hier, 72, die hätten wir noch. Ja, das reduziert die Kosten. Da brauchen wir auch nur noch einmal. Ja, allmählich nähern wir uns dem, was man hier machen kann. 75 Urkunden haben wir auch inzwischen. Ist das mal genug hier hinten für Dinge? Ne, 200 brauchen wir hier. 110 brauchen wir hier. Okay, aber grundsätzlich, glaube ich, nähern wir uns diesen ganzen Upgrades, die man da tatsächlich schalten kann. Wir können außerdem mal gucken, ne, wir Geld haben, weil ich keins auszugeben. Dann die Frage, wo gehen wir heute hin? Beim letzten Mal haben wir die Ruinen ein aufgewertet, dann würde ich sagen, Wald- und Meereshöhlen nach wie vor, ne? Ist immer noch unser größtes Ansinnen. Kurze Lehrlingsquest, ja, da können wir durchaus machen und hinten dann noch was anhängen. Belanglose Unterfangen, richtig. Also, Babon, Ulfgar, Eutropia und Ogimo werden heute mal wieder am Start sein. Und haben wir noch irgendjemanden? Der Sturm könnte ein bisschen Stressreduktion verbrauchen und Bonhard könnte ein bisschen Stressreduktion verbrauchen, gebrauchen. Die sind beide im Blut-Mode. Einmal Bonhard und einmal, ja, der Sturm, der muss sich hier wieder geißeln. Das ist ja sein Beruf. Ich könnte mal eben schauen, ob wir hier von den ganz kleinen, weil es auch nicht so teuer ist, ob wir hier jemanden noch haben, der irgendwelche Waffen. Nein, haben wir nicht. Und Ogimo, der zweite, der zweieinhalbte, dem könnten wir nochmal in der Gilde schauen, ob wir. Achso, der kann eh alles. Dann wäre eher die Frage, was wir specken. Also Giftschlag, solchen Granate haben wir immer drin. Ich bin ein Fan von Gefechtsmedizin. Allerdings, warte mal, ich habe immer 2 Sets gehabt. Wo ist denn Achso, ich hätte noch einen zweiten gebraucht. Hey, alles klar. Ja, bestimmt, ich hatte mal beide Pestdoktoren verloren. Da können wir jetzt das Beste nehmen hier einfach. Ich würde sagen, das nehmen wir nicht, weil wir das nie nehmen. Auf dritter Position können wir den präzisen Schnitt noch einsetzen. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Ja, wir geben auf den präzisen Schnitt. Und ein bisschen Equipment könnten wir auch noch ausrüsten. Das wäre vielleicht auch sinnig. Wir haben hier Berge von Zeug über. Leider nach wie vor keine Ahnung, wofür das hier gut ist. Talisman der Flamme. Naja. Verzögert das Verlangen durch den Fluch, das wollen wir nicht haben. Hier, guck mal, wir haben hier so ein bisschen was, was auf Gifthauch geht. Und hier haben wir was viel auf Gifthauch geht. Ich erinnere mich, ich glaube, das war das alte Equipment von unserem Ogimo 1, wenn ich mich recht entsinne. Irgendwas noch Geileres? Ich glaube nicht, ne? Gezeichnet, betäuben, ne? Könnten bei Gelegenheit wieder ein bisschen was von dem Schrott hier verkaufen. Aber ich fühle mich so schlecht, Ahnenschätzer zu verkaufen. Was kann man das verkaufen hier? Nee, Talisman der Flamme. Mal rausfinden, wofür das da ist. Gut, aber genug gelabert. Wir brechen auf in einen kurzen Dungeon. So, wir haben Heiler, Max Damage Dealer und so weiter. Da kann ich nicht viel schief gehen. 2 Leute mit Blutfluch, beide ohne Verlangen. Das heißt, 2 Fiolen reichen. Dann nehmen wir wirklich jeweils ein Stack von den beiden Sachen mit und halten uns ansonsten durchsagen bedeckt. Es ist nicht Kartab, es ist Papon, merken. Eine Schaufel, ein Schlüssel und gut ist, würde ich sagen, ne? Ja. Die kriegen wir bestimmt auch so vom Antlitz der Erde gefegt, ohne da große
Ausgaben für zu machen. So. Wenn wir ein bisschen zügig machen hier, dann schaffen wir heute auch zwei. Also, da haben wir direkt das Verlangen. Das ist gut, dass wir einen Schritt gelaufen sind. Du musst es wissen, was da drin ist. Ja gut, wie sollte ich dich hindern? Totengräber ist nicht der gesündeste Beruf. Wir bekommen Gifthauch. Hier haben wir direkt das Gegengift, was wir geschenkt bekommen haben. Halt! Und ein leerer Raum. Dann gehen wir in den nächsten. Ich hoffe auf eine schnelle Nummer hier. Kernziel ist, die beiden, die noch Level 1 sind, auf Level 2 hochzuleveln. Und auf jeden, also dadurch brauchen wir einen Abschluss im Level hier. Und ich glaube, ich fehle tatsächlich mal alle Weichen aus. Ne, nicht alle. Sieht da hinten nicht. Okay. Dann schneiden wir einmal. Kritisch weg, hervorragend. Und du kannst. Ach verdammt, oh, dich muss ich noch dringend umspecken, das habe ich vergessen. Du kannst leider gerade überhaupt gar nichts machen, okay. Du kannst hier Dinge heilen, die wir noch nicht heilen müssen. Ja, also abschließen ist hier wesentlich, weil ich auch den Waldbereich natürlich gerne aufleveln möchte. Ja, da verfehlen wir schon wieder. Müssen wir wieder eine sinnlose Heilung machen, damit wir keinen Stress bekommen. Und ich denke, dass... Ja. Ogimo der Zweite hat's drauf. Hier gibt es noch Einladung. Ich nehme an, ich habe allmählich genug davon. Ich glaube, ich habe noch 8 oder 9 Stück in petto, aber die würde ich tatsächlich ganz gerne... Rabatz! Die würde ich tatsächlich trotzdem gerne einsammeln, wo immer es geht. Warum kann sie jetzt hier gar nichts machen? Tanker, Tarnung umgehen, okay. Hand ist die. Achso, dafür steht sie falsch, alles klar. Ja, Eutropia müssen wir auch mal umskillen, dringend. Können wir das? Mal gleich mal gucken. Solchen Granate auf den Pförtner auf jeden Fall, dass der sich verkrümelt hier. Ja, da ist er aufgelöst. Bekommen wir auf jeden Fall schon mal unsere Einladung. Und da kriegen wir schon einen weg gehabt. Okay, also die hier sind keine allzu schwierigen Gegner. Eutropia hat auch noch keine Ausrüstung. Sie hat sich gerade den Blutfluch widersetzt, habt ihr gesehen? Und ich habe mich verklickt mit Kartep. Super. Merkwürdiger Kampf hier. Das war's. Alles klar, so jetzt dringend umskillen von Eutropia. Vicomte hat uns eingeladen. Ein weiteres Mal. Sie kann umleveln, das ist gut. Die beiden Sachen brauche ich eigentlich nie. Ich möchte gerne die Sachen, die man von der hintersten Position aus machen kann. Das ist der Richtspruch und das Blendelicht. Alles klar. Dann ist sie auch ein bisschen handlungsfähiger in Zukunft. So, lasst euch nicht stressen hier, Leute. Wir gehen direkt weiter. Hier ist ein hübsches Kistchen und da sind drei große, böse, grunzende Herren, die mich von dem Kistchen wegbringen wollen. Aber wir durchbohren hier erstmal. Mit dem Herrn im Blutrausch. Ah, verdammt, da müssen wir wieder nach ganz hinten laufen, okay. Da kann nur ein nach vorne, das bringt leider nicht viel. Dann gehen wir auf die Seuchengranate. Beide gegiftet, sehr schön. Und der Schütze geht auch direkt. Das ist eine schöne Sache. So, dann geht Ulfgar mal nach vorne. Der da hinten macht sein letztes Hackfleisch, bevor er gleich tot umfällt. Und da gehen wir in den Blutrausch. Was macht er? Ja, insbesondere allen auf den Sack gehen macht er. Wir bohren mal weiter unseren Speer hier in das weiche Fleisch. Der sieht gar nicht so aus, weil der aussieht wie ein Ledercouch. Aber guck mal, hier sind Nippel. Der ist oben ohne, der Mann. Das sind Narben hier und so weiter. Der hat nur so einen Lendenschutz und eine Hose an. Und hier ist die Knarre. Aber meiner Meinung nach ist das hier kein Shirt, was der da trägt. Aber dann wieder eine Mütze. Irgendwie ziemlich bescheuertes Outfit, wenn man mich fragt, oder? Wir wollen gerne... Blendendes Licht. Ne, wir machen mal einen Richtspruch.
Ja, und der reicht auch, um ihm den Gar auszumachen. Aber zerhacken können wir trotzdem noch. Hat Ulfgar die ganzen anderen Fähigkeiten? Und auch dem könnte ich mir noch sehr gut was anderes vorstellen. Guck mir erstmal rein. Schon wieder Urkunden. Ja. Gut, Urkunden, da sind wir jetzt inzwischen auf Masse angewiesen. Von daher auch gar nicht so schlecht. Wir specken tatsächlich um. Und zwar möchte ich unbedingt das Zerschlagen haben. Wir nehmen mal Tarnung. Das ist gar nicht so übel. Das ist gar nicht so übel. 100% Tarnung umgehen. Wir nehmen mal die Rache weg und nehmen auf jeden Fall das Zerschlagen. Und komm, das braucht man so selten. Ich will hier die Ehrwürdigkeit haben. Der Selbstheilung, da fahren wir immer sehr gut mit. So, weiter geht's. Einmal hier in den Abzweig. 90% aller Räume. Wir könnten den einen da hinten weglassen, aber wenn wir eh schon die. Mein Gott, das ist ein Riesenkorridor, den wir hier laufen müssen. Wenn wir den schon laufen. Dann bitte auch mit Stil, dann nehmen wir den Raum dahinter auch. So, wir sind mal schon wieder trüb im Licht. Ich glaube, ich laufe erstmal durch. Das haben wir davon. Hey, wow, Wahnsinn, ein normaler, unheiliger Encounter hier. Wir zählen mal. Die Kombination passt eigentlich ganz gut hier. Der Ulfgar, dem ist egal, auf welcher von den beiden Positionen der steht. Da kann man das ganz gut machen. Oh, und wir sind hier. Ich finde, da können wir tatsächlich mal so eine Heil-Action machen. Und Gimo ist selber vergiftet und das heilt er sich, wenn er irgendjemand anderen heilt. So, und zerschlagen. Gar nicht so schlecht gerade. Können wir uns der Leiche mit entledigen und dann versuchen wir es mal mit einem Richtspruch. Ja, der. Weicht doch aus, um den kaputt zu machen. Guck mal hier, das ist ein Korridor mit zwei Feldern und da haben wir einen Encounter ohne Kuriosität gehabt. Die Fackel können wir auch ganz gut gebrauchen, tatsächlich. Und der Raum, was haben wir hier? Nichts, nichts ist sehr schön, nichts wollte ich haben. Und wieder zurück. Nochmal wieder kurz in die korrekte Reihenfolge wechseln hier mit allem Mann. Oh, da unten hat sich jetzt ein neuer Kampf. Das ist auch spannend, ne? Da ist jetzt ein neuer Kampf angekündigt, praktisch. Ich würde sagen, den trauen wir uns mal im Dunkeln zu machen. Einen leichten Fackeln, obwohl sie haben sechs Fackeln noch. Eigentlich könnten wir ganz locker die Fackeln dafür raushauen. Wir durchbrochen das Dicke hier. Schubster. Sehr gut, nicht geschafft. Dann kriegt das Ding auch noch einen Giftschlag, dann sollte es tot sein. Dann. Wir machen blendendes Licht auf sie. Sie weicht aus, okay. Dann, das ist schön zerschlagen, kommen auf beide gleichzeitig machen. Sie weicht schon wieder aus. Das ist ja Ninja hier, die Ninja-Kultistin. Nochmal. So, kritisch tot. Hervorragend, sie will ich haben. Sie darf nur den Trost für alle raushauzen. Immerhin ein paar Lebenspunkte, die wir hier wieder kriegen. Und fackel nicht lange. Und schlecht ihm rüber ab. Sehr gut. So, dann kommen wir zurück wieder an unseren Knotenpunkt, den wir schon kennen. Und gehen jetzt in den Rest des Dungeons. Und hier, tja, sehr gut, wir haben eine Schaufel. Okay, ich hatte irgendwie in Erinnerung, die für irgendwas aufgebraucht zu haben. Wir gehen wieder ins Licht. Ah, was war denn das nochmal? Verstörendes Totem. Wir wissen schon viele Sachen, die wir damit nicht benutzen können. Zu Ehren des geheimnisvollen Gottes. Okay, ich würde sagen, wir lassen einfach die Finger davon, oder? Verstörend ist mir zu verstörend. Wir können immer was essen im Prinzip. Wir haben einfach keine Probleme. Das ist ein Durchmarsch hier. Bislang muss ich sagen. Ne? Also anzünden.
Oh, guck mal, hier haben wir. Ach, verdammt. Ah, jetzt grapscht er da dran. Okay, er widersetzt sich der Krankheit, aber trotzdem, ich hätte ja Heilkräuter gehabt. Sehr ärgerlich. Hätten wir uns noch ein bisschen Essen vormachen können, wobei wir brauchen das Essen auch einfach nicht, ne? Ich glaube, das Essen geht, wenn. Also, das ist eigentlich nur für den Fall, dass die Gruppe Hunger bekommt. Ich habe leider nicht gesehen, was da gerade aufgeploppt ist, aber du brauchst das Blut. Ich habe das Blut. Der lebhaftige Zorn, du labst dich in deinen Feinden. Ja, Mann, du bist ein übelster Mofo. Wir finden eine Kiste mit versteckten Erbstücken, sehr schön. Und schon wieder so ein Kokon, okay. Ja, komm. Uns geht so gut, wir können durchaus auch noch ein paar Vampire totschlagen. Auch wenn wir jetzt hier natürlich uns potenziell mit dem Blutfluch auch anstecken könnten. Fluch, nicht Flug. Präzisen Schnitt machen mal. Ja, komm, die sind so derbe, nicht blutungsresistent. Die sollte man schneiden, wenn man kann. Sehr gut, er ist betäubt. Dann können wir hier einmal zerschlagen. So, wichtig ist den Pförtner jetzt gleich auch wirklich zu töten, weil ich glaube, der hat noch eine Aktion und dann. Ja, genau. Und dann hätte er hier seinen Mückenschwarm beschworen und da habe ich immer gar keine Lust drauf. Die Mücken, die sind die Hauptüberträger von dem Blutfluch. So, oh, wir finden Glückswürfel für den Narren. Ich habe die aber schon 10-mal weggeschmissen. Und ein paar Wappen und so weiter. Oh, Leute. Tja, hier wäre die Chance nochmal. Nein, okay. Er grapscht es an und damit ist es verschwendet. Warum macht er die ganzen doofen Sachen? Wissbegierig ist das, denke ich, ne? Also, das war vermutlich keine. Ne, perverse Glück, das ist was anderes. Automatophobie hat auch andere. Naja, das ist auf jeden Fall wissbegierig. Was dafür sorgt, dass er irgendwelche Dinger angerabbelt. Wir bleiben mal kurz hier. Ja, wir gehen auf jeden Fall noch eben in den nächsten Raum. Ich würde sagen, an einem Grab gehen wir vorbei. Guck mal, zwei Urkunden haben wir noch. Und vielleicht ist ja hier auch noch was Nettes drin. Ja, Wahnsinn. So, dann sind wir durch. Bekommen noch mal ja, hier ein bisschen, da ein bisschen Zeug, ne, aber nichts bahnbrechendes. Immerhin 7000 Geld. Wir haben sehr, sehr wenig investiert. Die Urkunden noch auf den Stapel oben drauf und wir erholen uns wieder an der Wappenfront. 2 EP, das bedeutet, Papon steigt auf in die Oberliga, während die anderen leider alle auf ihrem Level bleiben. Das heißt, wir brauchen einen zusätzlichen Helden, wenn wir die Truppe hier unten weiterleveln wollen. Das Gute ist, es ist egal was. Wir haben hier einen Nahkämpfer, wir haben einen Heiler und wir haben einen Mann für die dritte Reihe. Das ist natürlich sehr nice. Da können wir doch immer eben gucken, ob wir da jemand passenden vielleicht gerade finden. Oder hatte ich beim letzten Mal nicht noch jemanden eingestellt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Nee, das war der neue Ogimo. Ja, der Sturm. Der will wieder noch eine zweite Runde geißeln. Ich glaube, das ist immer so. So, live. Durst, 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 Durst. Papon. Okay. Also, wen können wir denn noch für unseren Miniclub hier einstellen? Ja, na, ich will keinen dritten Okkultisten. Er passt alles nicht so gut. Wer kann mir sagen, warum diese Porträtänderungen hier erscheinen? Ich finde es ja cool. Ich hoffe nur, dass ich auch irgendeine Auflösung dafür finde. Okay, wir haben wieder 9880 Tacken, deswegen würde ich sagen, wir gucken mal, ob wir noch unsere Level 6er, ob da noch irgendjemand offene Wünsche hat, was nicht Gilde, sondern was den Waffen erstmal angeht. Ach, ich glaube, das kann man hier sehen, ne? Das ist das hier, oder? 5, 4, ja. Alles klar, dann leveln wir mal unsere Level 6er, dass sie alle die volle Ausrüstung haben hier. Oh ne, machen wir nicht. Mein Gott, das ist echt teuer.
Na, bleiben wir erstmal dabei, würde ich sagen. Und dann haben wir zwei gemacht. So, jetzt seht ihr hier, Leute. Wir haben die Möglichkeit, uns mit dem 12-Zünder der Briganten anzulegen. Wir haben den Walter so hoch geskillt. Das Problem ist, dass wir das Ding von den Sternen hier in dieser Woche antreffen. Und mit dem habe ich keine Lust, mich heute anzulegen. Der Grund ist nicht, dass ich das nicht totkriege, sondern dass ich, nachdem ich das totgekriegt habe, den Boss nicht mehr totkriege. Und entsprechend werden wir uns mal mit unseren 12 Einladungen an den Hof begeben und den Vicomte ein bisschen zusetzen. Die Frage ist, mache ich das heute noch? 20 Minuten geht die Folge erst. Ja, ich würde sagen, 20 Minuten ist mal wenig, aber wir belassen es heute tatsächlich mal dabei und gehen morgen zum Vicomte. So werden wir es machen, aber dafür stürmen wir dann direkt los. Ich wünsche euch was und verbleibe. Bis dahin, ciao, ciao.